Ich habe ein schlammgrünes Denkrad in meinem Kopf. Wundert es euch, dass ein 8-jähriger Junge mit so einem Denkrad im Kopf in der Schule nicht so richtig klarkommt? Dies ist die Geschichte von Fabio. Und Fabio, danke, dass ich deine Geschichte erzählen darf. Und du, ich vermisse dich auch immer noch. Aber ich bin natürlich auch froh und dankbar, dass du mich gar nicht mehr brauchst. Aber du bist ein weiterer Grund, weshalb ich immer erzähle, dass ich den besten Job der Welt habe. Und wenn ich deine Geschichte jetzt nun erzähle, dann werden die Leute auch verstehen, weshalb ich das behaupte. Fabio ist ein ganz normaler 8-jähriger kleiner Junge, wie Jungs in diesem Alter sind. Er hat viel Unsinn im Kopf, er ist ein bisschen verträumt, er ist verspielt, er ist laut und wild, aber er ist einfach ein kleines, liebes Schlitzohr. Und dennoch schafft er es, seine Mutter manchmal zur Verzweiflung zu treiben. Sie hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ich möchte einfach meinen kleinen, ruhigen Jungen zurück. In der Schule läuft es nicht gut, er kann seine Leistung nicht abrufen, auch wenn er sich gut vorbereitet auf Prüfungen. Er kann nicht so richtig gut lesen und schreiben, verwechselt die Buchstaben. Und die Lehrerin hat sich schon gemeldet, ein paar Wochen nachdem die zweite Klasse begonnen hatte, und hat die Familie schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass Fabio vermutlich diese Klasse wiederholen muss. Und auch zu Hause war es schwierig. Er war laut, er war unbändig, er war unglaublich provokativ gegenüber seinen Geschwistern. Es war immer, immer schwierig, ihn unter Kontrolle zu halten. Und irgendwann wurde es zu viel. Also kam die Mama mit ihrem Fabio zu mir in die Praxis. Und Fabio war am Anfang ein bisschen ängstlich und ein bisschen nervös. Er hatte keine Ahnung, was da auf ihn zukommt. Aber ich hatte ihn bald in der Tasche. Und dann sah ich zum ersten Mal sein strahlendes Lächeln und ich habe den kleinen Kerl sofort ins Herz geschlossen. Fabio wollte mit mir arbeiten. Das ist immer ein großer Vorteil. Ich kann nichts erzwingen. Wenn das Kind nicht will, dann will es nicht. Aber Fabio war ganz, ganz engagiert dabei. Und er hat mit mir gearbeitet. Mit roten Backen hat er Ängste aus sich herausgezogen, hat sich mit Mut angefühlt. Hat seine Denkräder geputzt, er hat sein Buchstabenzimmer im Kopf aufgeräumt, er hat seine Denkleitungen überprüft und er hat gearbeitet wie ein Verrückter. Wir haben seine Schatzkiste aufgemacht, um zu gucken, was für innere Schätze er hat. Und er hat da ganz viel Mut gefunden und er hat Stolz gefunden, Stolz, weil er ein ganz cooler, großer Bruder sein kann. Er hat Motivation gefunden und er hat auch ganz viel Gelassenheit gefunden, die ihm dabei hilft, auch mal ruhig zu bleiben, wenn es rundherum etwas lauter ist. Ja, und so gut angefühlt mit positiven und starken Gefühlen kam der Tag, wo wir beide uns voneinander verabschieden mussten. Und es war ganz süß. Ich bekam sogar ein Freundschaftsband und etwas Selbstgebasteltes von Fabio. Und ein paar Tage später kam noch ein Geschenk, nämlich ein WhatsApp von seiner Mutter. Und ich darf euch diese WhatsApp vorlesen. Die Mutter schrieb mir, liebe Frau Dübendorfer, ich und Fabio hoffen, es geht Ihnen gut. Wir wollten Ihnen sagen, Fabio hat heute eine Prüfung nach Hause gebracht und wir sind außer uns vor Freude, weil er die Note 5,8 bekommen hat und Klassenbester in dieser Prüfung war. Vor ihrer Behandlung hatte er einen 2,6 und das im Hauptfach Realien. Danke, Frau Dübendorfer. Lieber Fabio, du bist der Star. Du hast alles in dir drin, was du benötigst, um zu zeigen, wer du bist und was du kannst. Und liebe Eltern, wenn ihr zu Hause auch ein Kind habt, das sein Potenzial nicht richtig entfalten kann, dann kommt auf uns zu. Es gibt Möglichkeiten, die auch deinem Kind helfen.